Hallo, hallo, Seastock! Auch heute eine Legung für dich. So, auch heute der Weihnachtsengel für dich wünscht dir was. Ich hoffe, du bist bereit für diese Legung. Heute fragen wir, was fühlt er für dich? Warum geht es? Es geht um Hände im Herzensmenschen. Bleibe unbedingt bis zum Ende des Videos dabei. Was fühlt er für dich? Wollen wir schauen. Also, er fühlt für dich, dass du wirklich eine selbstbewusste Dame bist, dass du wirklich hier total eine schöne Ausstrahlung hast, definitiv. Das nehme ich jetzt hier wirklich wahr. Das fühlt er für dich, dass du eine klasse Frau bist, das würde ich ihm auch geraten haben, ne? Denn hier meine Followerinnen sind alle nur die Besten, die Schönsten und ich danke dir für dein Sein. Also es geht auch darum, also er fühlt für dich also auch die Fülle, also der hat total gute Gefühle für dich. Vielleicht fühlt er sich auch selber so ein bisschen klein deswegen, weil du halt so groß bist. Und er fühlt auch, dass du eine Wahnsinnsfrau bist, dass du eine tolle Ausstrahlung, aber auch so ein großes Können hast. Also alles, was du machst, machst du super. Und was fühlt er denn für dich? Er fühlt ja auch, dass er sich so ein bisschen als, ja, ich sag jetzt, er fühlt sich selber so ein bisschen als Versager, so würde ich sagen. Der macht sich sehr viel Gedanken, ne? Der schleicht sich so ein bisschen hier aus dem Bild. Sogar die Farben sind gleich, guck mal. Und er fühlt sich hier also in der Stagnation generell und er hat hier Liebeskummer. Übrigens, Liebeskummer findest du auch auf Atlantis 2.0 Reka-Kanal, wie du deinen Liebeskummer überwinden kannst, wenn dich etwas plagt und wirklich der Liebeskummer da ist. Es geht doch darum, also er fühlt sich ausgeschlaucht, er muss ausgelaugt, nicht ausgeschlaucht, der muss ja also wieder in die Neugeburt kommen. Er fühlt sich unentschlossen und weiß auch gar nicht, was er tun soll. Der ist richtig ratlos. Der weiß ja gar nicht, wie das weitergehen soll. Was soll der denn wählen? In welche Richtung soll der denn gehen? Der hat hier auch noch mal, guck mal, da ist ja sehr viel Auswahl hier. Der weiß auch gar nicht, wie und was. Wie kann der das umwandeln? Wie kann er sich entscheiden? Unsicherheit fühlt er. Da ist auch noch eine Schlange vielleicht dabei. Also Schwierigkeit vielleicht auch zwischen euch. Aber er fühlt aber auch die Leidenschaft. Guck mal, und der nimmt seinen Stab in der Hand. Und dahinter ist der Löwe, wie du siehst. Also auf jeden Fall geht es darum, der Löwe symbolisiert hier, dass er hier, wie gesagt, also zunehmend in seine Kraft kommen wird und diese Leidenschaft, diese Feuer, was in ihm ist, das fühlt er jetzt so generell für dich. Ne? Ich hoffe, du hast gestern gewonnen, also für den Gewinner. Also schau auch unter den Kommentaren, die alle, die das kommentiert haben, also Hashtag Nikolaus, die nehmen an dem Gewinn Spielteil und der Gewinner benachrichtige ich. Ich wünsche dir herzlichen Glückwunsch. So, lass uns schauen, was fühlt er für dich? Was fühlt er für dich? Was fühlt er für dich? Also, er fühlt für dich, also du kommst jetzt hier schon mal in seinem Bild vor, ne? Du kommst jetzt hier schon mal in seinem Bild vor. Das ist doch schon mal positiv, ne? Und ich habe das Gefühl, dass er sich das lang genug verboten hat. Der hat es lang genug verboten. Und ich habe hier das Gefühl, dass hier diese Zerrissenheit da ist, diese Sehnsucht, auch trotz all dem, dass er sich das verboten hat mit dir, zu leben. Das wäre so sein Wunsch, auch trotz Enttäuschung. Er will ja nicht enttäuscht werden. Er denkt darüber nach, er könnte enttäuscht werden mit dir,
Und von allen Dingen, das könnte sehr, sehr schmerzhaft sein. Das sind so seine Gedanken. Aber seine Gefühle, er fühlt ja wirklich, guck mal, er fühlt ja, dass er dir einen Brief schreiben soll. Das fühlt er denn auch, ne? Und er fühlt diese tiefe, tiefe Seelenliebe in deine Richtung. Und er fühlt auch, dass da auch wirklich hier der Universum auch diese Verbindung dargestellt hat oder hergestellt hat. Er fühlt diese universelle Verbindung zu dir. Das fühlt er für dich. Das fühlt er definitiv für dich. Und wie wird es denn weitergehen? Also ich sehe jetzt hier schon, also wirklich, dass das hier sehr herausfordernd wird. Denn egal, du bist ja schon hier in seinem Feld, aber es ist eine Schlange da. Die Schlange symbolisiert für mich, dass das auch eine Herausforderung ist. Oder vielleicht gibt es wirklich jemand noch in seiner Seite, dass er erstmal eine Entscheidung treffen soll, in welche Richtung er auf dich zukommen wird oder wie der auch auf dich zukommen wird. Und von allen Dingen sehe ich hier, dass er so seine Weisheit hier mit hineinnehmen kann, dass er diese Weisheit mitnehmen kann. Das wird er auch und er kommt zunehmend wirklich in seine Kraft. Ich habe hier auch wirklich, dass er diese Kraft bekommt und das finde ich auch sehr, sehr gut, denn diese Kraft ist ja wirklich so wie diese Seelenpartnerliebe, also diese besondere Verbindung, was zwischen euch ist, kann ihm auch wirklich dabei unterstützen, dass sich das wirklich in eine gute, eine positive Richtung auch zwischen euch entwickelt. Apropos, hast du dir schon einen Platz gesichert bei der Rauhnächte-Kreis? Das empfehle ich dir, denn die Rauhnächte spezial ist es auch ganz, ganz wichtig, weil ich kann sie ja nicht alle nehmen, aber du kannst dein Jahr dadurch wieder kreieren und das ist doch wirklich wunderbar. Guck mal, folge der Stimme deines Herzens, wenn du aus dieser Welt gehst, nimmst du nur deine Seele mit und manifestiere. Also Manifestation, deine Träume werden in Erfüllung gehen. Und das ist wirklich wunderbar, denn er hat es auch erkannt, dass er seine Träume mit dir verwirklichen kann. Ich hoffe, du hast dir was gewünscht. Der Weihnachtsengel war da. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Wir sehen uns morgen. Und wenn du eine persönliche Legung von mir möchtest, freue ich mich sehr. Ich sage Dankeschön und bye bye. Ciao, ciao.